es etwas, was Hunde nicht fressen dürfen, was für Hunde giftig ist? Ja, da gibt es eine ganze Menge, was man beachten sollte. Sachen, die für uns Menschen ganz unbedenklich sind. Fangen wir mal bei den Obstsachen an. Insbesondere Weintrauben und alle Produkte aus Weintrauben. Korinthen, Sultaninen, Rosinen, Traubentrester, alles was dazugehört, kann bei Hunden zu akuten Nierenversagen führen. Warum? Wissen wir nach wie vor nicht. Deswegen würde ich immer empfehlen, jegliche Produkte aus Trauben zu vermeiden. Es betrifft auch nicht jeden Hund, aber diese kleine Menge könnte für einen 10-Kilo-Hund bereits im schlimmsten Falle tödlich sein. Dann gehen wir weiter zum Gemüsefach. Da wären auch einige Sachen anzumerken. Gerade Knoblauch- und Zwiebelgewächse sollten für Hunde nicht in den Napf gegeben werden. Da gehört auch Bärlauch dazu, Lauch, Lauchzwiebeln. Und zwar sind hier Stoffe enthalten, die die roten Blutkörperchen zerstören können. Es ist nicht akut tödlich. Auch die genaue giftige Dosis ist nicht ganz bekannt. Ist auch eine sehr weite Bandbreite, Dosisbreite. So eine mittelgroße Zwiebel könnte für einen 10-Kilo-Hund bereits Symptome machen. Was ich wichtig finde noch, dass Sie darauf achten, wenn Sie Kräutermischungen kaufen oder Gemüseflocken, da ist sehr häufig Lauch, auch Knoblauch mit drin enthalten. Ich würde immer empfehlen, sowas eher zu vermeiden. Und was es noch gibt, die Avocado, die enthält einen Stoff, der nennt sich Persin. Der ist vor allem für Pflanzenfresser giftig und kann da Herzmuskelprobleme verursachen. Es wird beim Hund auch vermutet. Also auch Avocado lieber vermeiden. Und dann kommen wir noch zu den, ja auch für uns, Leckereien, zu den Snacks. Da wäre vor allem hervorzuheben die Macadamia-Nuss. Die kann bei Hunden zu Lähmungserscheinungen, vor allem der Hinterhand, also der Hinterbeine, führen. In der Regel gibt sich das nach ein paar Tagen von alleine. Also das ist noch eine eher harmlose Vergiftung. Auch hier ist die Breite der giftigen, der toxischen Dosis sehr weit. Für einen 10-Kilo-Hund können 2 Macadamia-Nüsse ausreichen oder auch 200. Dann die Schokolade. Da betrifft es die Hunde vor allem in der Weihnachtszeit, wo viel gebacken wird. Also Schokolade enthält Theobromin. Das ist ein Stoff, der für Hunde giftig ist, für uns nicht. Der kann Herzrasen machen, die Hunde werden nervös, fangen an zu speichern, kriegen Kreislaufprobleme, kann sogar tödlich enden. Auch hier wäre so eine halbe dunkle Schokolade bereits ausreichend für einen 10 Kilo schweren Hund. Und es gilt, je dunkler die Schokolade, desto mehr Theobromin ist enthalten. Und das Letzte, was jetzt noch nicht ganz so populär ist, aber zunimmt, wäre Xylit. Xylit ist ein Zuckeraustauschstoff, der auch oft verwendet wird, weil er Karies vorbeugt. Das heißt, es gibt so Bonbons aus Xylit, die süß sind, aber die kein Karies verursachen. Das kann bei Hunden lebensbedrohliche Unterzuckerungen machen. Und man sollte eben einfach darauf achten, nicht, dass wenn Sie jetzt denken, ach, Süßes ist schlecht für meinen Hund, ich gebe ihm lieber das. Das ist für Ihren Hund sehr gefährlich und Hunde haben im Gegensatz zu uns auch nicht das Kariesproblem, weil sie einen ganz anderen Zahnschmelz haben.